Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Unbenommen, ein Blackout ist teuer, ein Blackout ist gefährlich und ein Blackout ist schlimm. Man bleibt im Fahrstuhl stecken, man kann Panik kriegen, die Ampeln fallen aus, das ist nicht gut. Und schlussendlich alles, was mit Computern betrieben wird, die Netzwerke, die Datenbanken, man muss sie nachher wieder finden, neu aufbauen, man muss sie wieder installieren, das ist alles nicht gut. Und damit das klar ist, man muss alles tun, damit ein Blackout verhindert wird. Allerdings hat dieser Blackout, den wir hatten, dieser Stromausfall am 13. September, relativ wenig mit der Aktuellen Stunde, die wir hier gerade veranstalten, zu tun. Denn dieser Blackout, der ist geschehen, weil, es wurde schon gesagt, weil die Verteilung des Stroms nicht geklappt hat, nicht die Erzeugung des Stroms. Nochmal, die Verteilung des Stroms hat nicht geklappt, nicht die Versorgung. Und Sie können jetzt 99 Atomkraftwerke um Dresden bauen und noch ein Kohlekraftwerk in die Mitte direkt im großen Garten machen. Das hätte am 13. September keinen Unterschied gemacht, denn das Umspannwerk hatte ein Problem und nicht die Erzeugung. Also so gesehen ist die ganze Aktuelle Stunde jetzt eigentlich völlig am Thema vorbei. Wenn alle aber schon am Thema vorbeireden, dann möchte ich die restliche Zeit auch über am Thema vorbeireden und möchte ich auch jetzt über die Energiepolitik der Zukunft reden, im Großen sowie das, was wir hier in Dresden machen müssen. Und ich möchte explizit nicht über Klimawandel reden, ich möchte nicht über CO2-Budgets, Kipppunkte, all das, Rettung der Welt reden, weil ein Drittel, wir haben es in der ersten Rede gehört, ein Drittel dieses Stadtrats glaubt sowieso nicht an den Klimawandel. Ja, es ist völlig sinnlos. Und deswegen möchte ich einfach Argumente nehmen, die vielleicht bei Ihnen oder Ihren Wählerinnen und Wählern vielleicht Anklang machen. Halten Sie es für schlau, für die nächsten Jahrzehnte Geld auszugeben, um aus dem Ausland Öl, Gas, Uranerz nach Deutschland zu exportieren. Halten Sie es für schlau, dass unser schöner deutscher Euro ausgegeben wird für so tolle Sachen wie Erdöl, ja, was wir dann hier verbrennen, oder für Gas, was wir hier verbrennen. Wäre es nicht viel schlauer, wenn wir in die Zukunft gucken, wenn wir hier erneuerbare Energien massivst fördern, den Ausbau fördern, dezentrale Netze, schlaue Netze machen, wenn wir hier Sachen erfinden, bauen, produzieren und in die Welt exportieren, wenn wir hier sozusagen die Innovation, ich bin Herr Maloney, ich bin komplett entsetzt. Ja, also Herr Lindner sagt die ganze Zeit, wir müssen was erfinden. Und dann, sobald wir jetzt hier irgendwie die Chance haben, wir brauchen einen Strommix von vor 20 Jahren. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir müssen also massiv die erneuerbaren Energien ausbauen, weil dann haben wir die Wertschöpfung, auch so ein Wort, was vielleicht die FDP verstehen könnte, wenn sie wollte. Ja, dann bleibt nämlich die Wertschöpfung hier, die Arbeitsplätze sind dann auch hier. So. Ja, also FDP und Freie Wähler zerlegen sich gerade hier selbst. Leider kann man das im Stream nicht hören. So, also kommen wir dazu, was also der Stadtrat tun kann. Wir sind ja immerhin hier auch der Stadtrat. Wir sind nicht das Europäische Parlament. Wir sind auch nicht der Bundestag. Wir sind hier der Stadtrat. Und wir müssen überlegen, was wir hier in der Stadt machen können. Wir sollten aufhören, immer wieder bei Kleinigkeiten der Energiewende Steine in den Weg zu legen. Das ist mal ein Aufruf von alle. B, und das ist viel wichtiger, wir brauchen eine Dekarbonisierungsstrategie, ein Plan, ein Programm für unsere städtischen Unternehmen und insbesondere allen voran die Sachsenenergie, früher Drewag. Wir müssen also eine Dekarbonisierungsstrategie aufschreiben, entwickeln und am besten noch dieses Jahr sozusagen uns ans Werk machen. Und dann, das geht natürlich, das eine ist ja aufschreiben, ist ja vielleicht schnell gemacht, wir müssen es dann auch umsetzen. Das heißt, wir müssen investieren. Wir müssen investieren und wir müssen massiv investieren. Und meine Damen und Herren, machen Sie sich nichts vor. Also es wird so in Größenordnung 300-500 Millionen Euro im Jahr gehen. So, aber das sind keine Kosten. Ich bin es leid zu hören, die Energiewende, die kostet so viel.
Ja, Kosten ist, wenn Sie Geld ausgeben und das Geld ist weg. Und das, was Sie dafür ausgegeben haben, ist auch weg. Das sind Kosten. So. Aber Investitionen sind Dinge, die Sie investieren. Da kriegen Sie ein Return on Investment. Ja, da kriegen Sie zurück, in dem Fall von Strom, PV und Wind. Ich bin gleich fertig, Herr Hilbert. Kriegen Sie zurück Strom, Wärme, Geld, Arbeitsplätze, die ganze Infrastruktur. Und sie sind für die Zukunft gerüstet. Meine Damen und Herren, das ist ein Riesenthema. Ja? Wir müssen, ich sage es am Ende jetzt doch, diesen Erdball irgendwie retten. So. Und deswegen müssen wir die Energiewende massivst nach vorne treiben. Dankeschön.